Sie gehören zu den energetischsten, spektakulärsten, atemberaubendsten Naturphänomenen. Die Leuchtraketen oder Explosionen von Funken oder als würde blauer Rauch ausgespielt. Und diese langen Ketten, die aussehen wie japanische Lampions, erstrecken sich so weit das Auge reicht. Es ist magisch. Manche blitzen auf. Andere funkeln. Und wieder andere leuchten einfach. Doch die meisten von ihnen beginnen wir jetzt überhaupt erst zu entdecken. Wir finden sie überall da unten. Verborgen im tiefsten, dunkelsten und entlegensten Lebensraum unseres Planeten sind manche dieser leuchtenden Wesen scheue Künstler. Doch je genauer wir sie erforschen, desto deutlicher wird, dass ihre Fähigkeit, Licht zu produzieren, weit verbreitet ist. Wäre sie für die Organismen nicht wichtig, wäre sie nicht so verbreitet. Nun rücken Wissenschaftler diese rätselhaften Geschöpfe und ihre fantastischen Fähigkeiten ins Rampenlicht. Vielleicht wird es sogar gelingen, ihr Licht und damit Jahrmillionen der Evolution zum Wohle unserer eigenen Spezies nutzbar zu machen. Wir müssen uns in den Ozean begeben, um diese leuchtenden Tiere zu finden und mit ihrer Hilfe unsere eigene Spezies besser zu verstehen. Für mich ist das eine wunderschöne Verbindung. Licht gehört zu den essentiellen Elementen des Lebens. Wir tanken seine Energie. Wir stellen unsere Uhren danach. Wir brauchen es, um zu sehen. Licht ist für uns Menschen so wertvoll, dass wir es sogar die Nächte hindurch leuchten lassen. Aber stellen wir uns eine Welt ohne Licht vor. Während wir mit der Dunkelheit hadern, haben zigtausend andere Spezies im Zuge der Evolution ihre eigene Art der Erhellung gefunden. Ohne ein Gramm fossilen Brennstoffs zu verbrennen. Es handelt sich um Biolumineszenz. Lebendes Licht. Von Glühwürmchen über Leuchtkäfer bis hin zu Plankton und Quallen erhellt es die Dunkelheit seit hunderten Millionen von Jahren. Der Baum des Lebens ist übersät mit Biolumineszenz. Sie ist überall, wohin man auch schaut. Wie überlebst du im Dunkeln? Mach Licht. An Land, wo es nur nachts dunkel ist, hat nur ein Bruchteil der Lebewesen eine derartige Leuchtfähigkeit entwickelt. Aber begibt man sich hinab in die Tiefen der Ozeane, die den größten Lebensraum der Erde darstellen, ergibt sich ein ganz anderes Bild. Hier unten leuchten nicht weniger als 90% der Lebensformen. Wir verlassen jetzt das Riff und fahren ins offene Meer. Nadir an Oberfläche. Wir nähern uns jetzt einer Tiefe von 100 Metern. Ein Forscherteam des New Yorker Naturkundemuseums durchforstet die dunklen Gewässer des Südpazifiks auf der Suche nach noch unbekannten lumineszierenden Organismen. Sie sind ans andere Ende der Welt gereist, zu den kristallklaren und fernen Gewässern vor den Salomoninseln, um zu enträtseln, wie und wieso sich lichtproduzierende Tiere entwickelt haben.
und um eventuell ihr lebendes Licht für uns nutzbar zu machen. David Gruber ist Meeresbiologe. Ab ungefähr 200 Metern Tiefe beginnt im Ozean die Zwielichtzone. Circa 1% des Sonnenlichts dringt hier hinunter. Wenn wir tiefer gehen, sehen wir, dass fast jeder Fisch hier unten fähig ist, zu leuchten, zu blinken oder mit seinem selbst produzierten Licht zu kommunizieren. Das Problem ist, so weit verbreitet Biolumineszenz hier unten auch sein mag, so schwierig ist es, sie zu erforschen, selbst mit einem Tauchboot. Das Wasser ist zu dunkel, die Entfernungen sind zu groß und das Licht, das die Tiere abstrahlen, ist zu unberechenbar. Es ist schon für Meeresbiologen ein schwieriges Arbeitsumfeld. Aber ein Neurowissenschaftler wie Vincent Peerybone fühlt sich hier in der Tiefe ganz besonders fehl am Platz. Ich bin ein Wissenschaftler, der die meiste Zeit im Labor verbringt. Hier unten finde ich es ehrlich gesagt ziemlich unheimlich. Ich versuche, mich auf die Arbeit zu konzentrieren und nicht daran zu denken, dass sich Tonnen von Wasser über uns befinden. Aber im Namen der Wissenschaft müssen wir da durch. Ein Leuchtorgan. Ein Ziel dieser Reise ist es, eine bessere Restlichtkamera zu entwickeln. Tiefseebiolumineszenz wurde in freier Natur bisher nur sehr wenige Male gefilmt. Das meiste, was wir darüber wissen, stammt von dem, was wir bei Tieren in sorgfältig ausgeleuchteten Aquarien an Land beobachtet haben. Sei es, dass es sich um den berüchtigten Anglerfisch mit seinem leuchtenden Köder handelt oder um den mit Leuchtorganen übersäten Viperfisch, einem der grimmigsten Raubfische der Tiefsee, den die Wissenschaftler üblicherweise mit kleinen Schleppnetzen wie diesem fangen. Bob, you're gonna turn around the net, right? All right, thanks. Sie untersuchen die einzigartigen Leuchtorgane, um Rückschlüsse darauf zu ziehen, wie sie funktionieren. Genau das versucht der Biologe John Sparks bei diesem Viperfisch hier. Die mögen zwar grimmige Raubfische sein, aber selbst die großen unter ihnen sind eigentlich ziemlich klein. Der hier ist ein Monster für seine Gattung. Es gibt davon verschiedene Spezies. So einen großen habe ich noch nie gesehen. Wir wissen immer noch so wenig. Und das ist frustrierend. Man muss die Tiere Leben draufbringen, was schwer ist. Man muss genügend Spezies abbilden, um zu einem aussagekräftigen Ergebnis zu gelangen. Aber damit wissenschaftlich zu arbeiten, ist für uns sehr schwer, weil wir so wenig Daten haben. Was die Wissenschaftler verstehen wollen, ist, wie es dazu kam, dass lumineszierende Eigenschaften in der Tiefsee so allgegenwärtig sind. Und wieso in einer Welt voller Räuber Tiere überhaupt so viel Energie darauf verwenden, Licht zu erzeugen und dadurch aufzufallen. Mit diesen Fragen beschäftigt sich die Meeresbiologin Edie Widder seit Jahrzehnten. Sie ist Expertin für Biolumineszenz und gehört zu den Ersten, die diese unter Wasser studiert haben. Ich wünschte, ich könnte beschreiben, wie es da unten ist, damit andere meine Begeisterung nachempfinden können. Wie Leuchtraketen oder Explosionen von Funken oder als würde blauer Rauch ausgespielt. Und diese langen Ketten der Siphonophoren, diese Quallenketten, die aussehen wie japanische Lampions, erstrecken sich so weit das Auge reicht. Es ist magisch. Edie Widder hat sich eigene Methoden einfallen lassen, um diese Unterwasserlichtshow auszulösen. Sie hat vorn an ihrem U-Boot einen großen Schirm montiert. Stoßen die Tiere dagegen, leuchten sie auf. Dabei werden sie von den Restlichtkameras gefilmt. Im Laufe der Jahre hat besonders eine Kamera, die sogenannte Splatcam, dazu beigetragen, das Licht einiger der bizarrsten Tiefseegeschöpfe einzufangen.
von Quallen bis zu Seegurken. Der offene Ozean ist der bei weitem größte Lebensraum auf unserem Planeten und das Milieu ist sehr ungewöhnlich. Die Tiere können sich eigentlich nirgends verstecken, aber sie müssen sich ebenso verstecken wie Tiere an Land. Und da kommt die Biolumineszenz ins Spiel. In der dunklen Tiefsee scheint Licht lebenswichtig zu sein. Und im Laufe der Evolution entstanden unterschiedliche Methoden und unterschiedliche Gründe, es einzusetzen. Winzige Organismen namens Dinoflagellaten zum Beispiel leuchten unisono auf, wenn das Wasser um sie herum aufgewühlt wird, und nehmen dabei die Konturen dessen an, was auch immer durch sie hindurchschwimmt. Es ist ein unvergleichliches Erlebnis für die wenigen Glücklichen, die in ihrem sanften Leuchten baden dürfen. Aber Fressfeinde dieser Kleinstlebewesen, wie zum Beispiel Garnelen, erleben ihr Leuchten eher als eine Art Bewegungsmelder. Jedes Mal, wenn sie sich bewegen, leuchtet das Licht auf und verrät ihren Standort. Die Jäger werden so zur Beute einer Vielzahl anderer Tiere, wie zum Beispiel von Sepien. Manche Garnelen sind jedoch zur Verteidigung mit eigener Lichtmunition bewaffnet. Werden sie bedroht, schleudern manche Spezies helle Lichtblitze aus, um ihre Feinde zu blenden und zu verwirren. Es gibt viele Tiere, die ihre Lumineszenz derart freisetzen können. Es gibt eine Garnele, die aus dem Maul Lumineszenz ausstößt wie ein feuerspeiender Drache und ihre Feinde blendet. Sie saust dann in die Dunkelheit davon. Statt ihre Feinde zu blenden, benutzt eine Vielzahl unterschiedlicher Tiere, vom Kalmar bis hin zum Hai, Licht, um sich vor ihnen zu verstecken. Das nennt sich Gegenillumination. Und die Methode scheint einleuchtend, wenn man bedenkt, wie dicht unter der Oberfläche schwimmende Fische von Räubern aus der Tiefe gesehen werden. Wenn Sonnen- oder Mondlicht auf sie herabscheint, sind ihre Silhouetten deutlich erkennbar. Und deswegen produzieren enorm viele Meeresbewohner an ihrer Körperunterseite Licht, das exakt der Intensität und Farbe des durchs Meerwasser dringenden Sonnenlichts entspricht. Wenn das Licht aufleuchtet, werden die Tiere sozusagen unsichtbar. Das ist ein erstaunlicher Tarnmechanismus. Sie verschwinden völlig. Die Muschelkrebse benutzen Licht auf eine etwas extravagantere Art. Die winzigen, krabbenartigen Tiere emittieren Licht, um aufzufallen und das andere Geschlecht zu beeindrucken. Die Ostrakoten, die ungefähr so groß sind wie Sesamkörner, produzieren wahnsinnig viel Licht für einen so kleinen Organismus. Sie verspritzen in gewissen Abständen kleine Leuchttropfen und der jeweilige Abstand dazwischen ist artspezifisch. So kann das Weibchen das Männchen erkennen, mit dem es sich paaren kann. Es ist, als würde jemand etwas an den Himmel schreiben, nur in Leuchtschrift. Es ist wunderschön. Aber Paarungspartner sind nicht die einzigen, die durch Licht angelockt werden. Viele Fische nutzen Licht, um Beutetiere zu ködern, so auch die berüchtigste aller biolumineszenten Kreaturen. What is it? It's so pretty. Kennen Sie den Anglerfisch in Findet Nemo? Good feeling's gone.
Dieser Köder soll Fische oder kleine Garnelen anlocken. Wenn sie den Köder schlucken wollen, sitzen sie plötzlich in einer Falle aus nadelscharfen Zähnen. Köder? Bewegungsmelder? Tarnvorrichtungen? All diese Biolumineszenz lässt die Tiefsee leuchten. Wie einen Unterwasser-Times Square. Biolumineszenz war ein Werkzeug, das zur Verfügung stand. Und nun nutzt es jeder auf seine Art. Sie nutzen es zur Nahrungssuche, als Schutz vor Fressfeinden, zur Partnersuche und zur Kommunikation. Auch uns wollen all diese Signale hier etwas mitteilen. Dinge, die wichtig sind, nicht nur für den Einzelnen, sondern auch für die gesamte Spezies. Trotz aller Risiken ist Licht ein leuchtendes Beispiel für Darwins Evolutionstheorie. Von Bakterien über Quallen bis hin zu Fischen hilft es Organismen zu überleben. Doch die Frage ist nach wie vor, woher kam der auslösende Funke für dieses Licht? Um das herauszufinden, haben sich Forscher einer biolumineszenten Spezies zugewandt, die etwas bekannter und leichter zugänglich ist. Landtiere haben ihre eigenen Methoden der Lichtnutzung entwickelt. Nehmen wir zum Beispiel das Glühwürmchen. Diese Larven lassen die Decken von Höhlen in Neuseeland wie einen Nachthimmel leuchten, um Beute zu ködern. Die sternenübersäte Decke führt Fliegen und Motten in die Irre, die vom Licht angezogen werden. Wenn sie hochfliegen, verfangen sie sich in den klebrigen Fangfäden der Glühwürmchen. Andere biolumineszente Tiere, wie dieser Tausendfüßer in der Sierra Nevada, setzen Licht als Warnung ein, um Räuber abzuschrecken. Diese Tausendfüßer sind vollgespickt mit giftigem Cyanid. Ihr warnendes Glühen rät potenziellen Räubern dringend, sie lieber in Ruhe zu lassen. Und dann wäre da noch das wahrscheinlich bekannteste Phänomen. Die Lichtblitze der Leuchtkäfer gehören zu den ausgefeiltesten Paarungsstrategien. Die ultimative Flirtsprache. Durch Auslösen einer chemischen Reaktion in ihrem Hinterleib können Leuchtkäfermännchen Lichtsignale gezielt an- und abstellen. Und wenn sie es richtig machen, locken sie damit auch Leuchtkäferweibchen an. Mark Branham, Biologe an der University of Florida, hat sich die letzten 15 Jahre damit beschäftigt, diese ausgeklügelte Liebessprache zu dechiffrieren. It's like breaking the code. Ein Geheimcode, der aus zwei Teilen besteht. Wenn man diese Leuchtmuster sehr sorgfältig misst, dann weist ein Teil davon stets dieselben Charakteristika auf. Und wir denken, dass diese Signalteile diejenigen sind, die sagen, ich gehöre zu dieser Spezies. Zu einer der 2000 unterschiedlichen Spezies, die, obwohl auch Glühwürmchen genannt, zur Familie der Käfer gehören. Daneben gibt es Teile der Signale, die bei den einzelnen Tieren stark variieren. Dieser zweite Teil der Lichtsignale ist personalisiert. Der Rhythmus differiert auch innerhalb einer Spezies, von Käfer zu Käfer.
Das Männchen signalisiert den Weibchen, ich gehöre zu folgender Spezies. Aber hier kommen noch ein paar persönliche Informationen über mich. Es sind die Weibchen, die die eigentliche Wahl treffen. Sie sehen die Männchen umherfliegen und erkennen viele Variationen in diesen Leuchtmustern. Und manche sind reizvoller als andere. Und diesen Männchen antworten die Weibchen dann mit Blinkzeichen. Dank ihrer in Jahrmillionen entwickelten, enorm lichtstarken Augen sehen die Männchen die Antwort und fliegen zum Standort des Weibchens. Sie senden in einem kurzen Dialog Lichtsignale hin und her, bis das Männchen herausfindet, wo sie tatsächlich ist und direkt neben ihr landet. Und dann Hochzeit. Es ist das Äquivalent zu Federn spreizen oder zwitschern oder quaken. Um in dem Reproduktionsspiel Erfolg zu haben, muss man sich bemerkbar machen. Und Licht ist ein effektiver Weg, aufzufallen. Wer könnte ein solches Aufblitzen in einer heißen Sommernacht übersehen? Wie produzieren Leuchtkäfer und alle anderen lichterzeugenden Lebewesen, ob an Land oder im Wasser, nun diese Lichtblitze? Es waren lumineszierende Käfer, die Licht in die Sache brachten. 1885 entschlüsselte ein französischer Biologe, der an dem Leuchtkäfer Pyrophorus forschte, die Chemie, die für dessen magisches Leuchten verantwortlich war. Er wies nach, dass es das Ergebnis einer Reaktion zweier chemischer Substanzen war, die er nach dem gefallenen Engel Luzifer, dem Lichtbringer, benannte. Eine Substanz, Luziferin, fungiert als Treibstoff, ähnlich wie Benzin. Die zweite, Luziferase, ist ein Enzym, das die Reaktion ähnlich einer Zündkerze zündet. Vermischen sich diese beiden Stoffe bei Anwesenheit von Sauerstoff und einigen anderen Schlüsselkomponenten, reagieren sie miteinander und die überschüssige Energie wird in Form von Licht abgegeben. Im Laufe des letzten Jahrhunderts hat man diese lichterzeugende chemische Reaktion überall in der Natur beobachtet. Sowohl an Land wie auch im Wasser. Die Verbreitung zeigt, wie leicht verfügbar diese Komponenten sind. Die eigentlichen Stoffe differieren von Lebewesen zu Lebewesen, aber der grundlegende Mechanismus, sprich Treibstoff und Zündfunke, ist derselbe. Bei Feuerkäfern und Würmern, Quallen und Fischen, bis hin zu Schnecken und sogar Pilzen. Die chemische Reaktion ist so weit verbreitet, dass sie sich unabhängig voneinander an verschiedenen Zweigen des Evolutionsbaums entwickelt hat. Und das über 40 Mal. Man findet sie bei einzelligen Bakterien, bei Seesternen, Quallen, bis hin zu Wirbeltieren, Fischen. Sie hat sich im Laufe der Evolution so oft und so weit verzweigt entwickelt, und zwar deshalb, weil sie für die Organismen wichtig war. Wenn es um das Überleben einer Spezies geht, gibt es nichts, was Licht übertreffen könnte. Aber lebendes Licht kommt in verschiedenen Varianten vor. Und auf ihrem Schiff vor den Salomoninseln bereiten sich die Wissenschaftler des New Yorker Naturkundemuseums darauf vor, einen völlig anderen Typus zu studieren. Im Gegensatz zur Biolumineszenz der Tiefsee erzeugt diese zweite, in flacheren Gewässern gefundene Art Licht nicht selbst. Sie absorbiert Licht einer externen Lichtquelle, nimmt die Energie auf und strahlt sie in einer anderen Farbe wieder ab. In diesem Fall handelt es sich um Biofluoreszenz. Und jeder, der schon mal unter Schwarzlicht getanzt hat oder schon mal gesehen hat, wie in einer Krimiserie Fingerabdrücke sichtbar werden, kennt dieses Konzept.
fluoreszierende Stoffe absorbieren Licht auf einzigartige Weise. Auf atomarer Ebene schleudert Licht die um den Atomkern kreisenden Elektronen auf Umlaufbahnen mit höherem Energieniveau. Wenn sie in weniger als eine Milliardstel Sekunde später auf ihren Grundzustand zurückfallen, geben die Elektronen das vorher absorbierte Licht auf energieärmerem Niveau wieder ab, in Form von andersfarbigem Fluoreszenzlicht. Fluoreszierende Tiere funktionieren auf dieselbe Weise. Nur dass ihre fluoreszierenden Stoffe, typischerweise Proteine, in ihrer Haut und anderem Gewebe eingebaut sind. Bei der Biofluoreszenz produzieren die Tiere eigentlich gar kein Licht. Man beleuchtet sie und sie strahlen Licht in einer anderen Farbe wieder ab. Dieses Phänomen ist ziemlich selten. Das liegt daran, dass Biofluoreszenz im Gegensatz zu Biolumineszenz bestimmte Bedingungen erfordert, um in der Natur vorzukommen. In diesem Fall ist Sonnenlicht nötig, um Licht zu erzeugen, aber nicht die Art von Sonnenlicht, wie wir es an der Erdoberfläche kennen. Wenn Sonnenlicht auf die Erde trifft, enthält es alle Farben des Regenbogens, wie durch ein Prisma fallendes Licht zeigt. Jede Farbe entspricht einer anderen Wellenlänge des Lichts. Aber sobald Sonnenlicht auf Wasser trifft, wird es interessant. Wasser verhält sich wie ein Filter und die verschiedenen Wellenlängen können es nur bis zu einer bestimmten Tiefe durchdringen. Langwelliges Licht wie Rot und Orange dringt am wenigsten tief vor. Dann verschwindet Gelb und Grün. Zuletzt bleibt ein Meer von Blau. Und dieses reine blaue Licht eignet sich perfekt als Auslöser für Fluoreszenz. Sie absorbieren das in den Ozean vordringende blaue Licht und wandeln es um in grünes und rotes. Das gibt ihnen diese Farben, diesen Kontrast. Je nach ihrer chemischen Zusammensetzung emittieren fluoreszierende Proteine unterschiedliche Farben, die alle nur schwer zu sehen sind. Ohne spezielle Filter kann sichtbares Licht sie verblassen lassen. Das könnte erklären, wieso dieses Phänomen so lange unbemerkt blieb. Wie Tiere Fluoreszenz benutzen, ist immer noch ein Rätsel. Korallen, bei denen Fluoreszenz am häufigsten vorkommt, benutzen sie möglicherweise als eine Art Schutzschild, das schädliches UV-Licht ablenkt oder schädliche Nebenprodukte der Photosynthese absorbiert. Die äußere Zellschicht der Korallen ist gespickt mit diesen fluoreszierenden Proteinen. Aber die große Frage ist, warum produzieren die Tiere diese Proteine? Jahrelang nahm man an, Fluoreszenz wäre hauptsächlich auf Korallen und einige Quallenarten beschränkt. Aber jüngste Erkenntnisse zeigen, dass sie viel weiter verbreitet sein könnte. Als David Gruber und John Sparks 2012 ein Mosaik fluoreszierender Korallen vor den Kaimaninseln fotografierten, machten sie eine bedeutsame Entdeckung. Es war so 10 Uhr nachts. Wir tauchten am Korallenriff etwa 25 Meter tief. Wir machten viele kleine Einzelfotos von dem Riff, dann fügten wir die Aufnahmen zusammen und nachts in unserem Labor sahen wir die Fotos durch. Und da war er. Da war dieser leuchtend grün fluoreszierende Aal auf einem unserer Fotos. Es war das erste Mal, dass sie einen fluoreszierenden Fisch in freier Natur gesehen hatten. Wir dachten, vielleicht hat unser Fotograf das Bild bearbeitet, um uns einen Streich zu spielen. Wir konnten es nicht glauben. Wir checkten unsere Linsen, wir dachten, es wäre was mit der Kamera. Aber eigentlich war es ein sehr scheuer, grün fluoreszierender Aal. Der Aal eröffnete den Wissenschaftlern eine völlig neue Welt. Bewaffnet mit Blaulichtlampen und gelben Filtern begann das Team in der näheren Umgebung nach Fluoreszenz zu suchen, in den Aquarien. Hey, this guy right here.
Sie fanden sie überall, bis hinauf in die höheren Ebenen der Nahrungskette. Man, check that out. Bei Seepferdchen? Bei Rochen? Und sogar bei manchen Haien. Ah, they were pretty good. Good, huh? Did you get it? I saw the shark glowing like crazy. Yeah, they're gonna. Sie alle hatten bislang ihre wahren Farben vor aller Augen versteckt. Whoa, there it is. That's the fluorescent one. Look at it. You can see it from here. Bislang war keinem etwas aufgefallen. Aber man weiß nicht, dass ein Fisch fluoresziert, bis man anfängt, bewusst danach zu suchen. Und dann entdeckt man es überall. Um herauszufinden, wie weit verbreitet Biofluoreszenz ist, mussten die Wissenschaftler sie über die Aquarien hinaus in freier Natur erforschen. Das hier sind Grundeln oder Schleimfische. Fast alle zu diesen Familien gehörenden Fische sind stark fluoreszent. Sie ähneln sich, es sind aber unterschiedliche Spezies. Und unter fluoreszierendem Licht sehen sie total verschieden aus. In der monotonen blauen Unterwasserwelt fungieren die fluoreszierenden Punkte und Streifen vielleicht als eine Art geheimer Barcode, der potenziellen Paarungspartnern die Identität des Fisches übermittelt. Diese Theorie scheint bestätigt, als die Wissenschaftler die Augen der Fische untersuchen. Im Gegensatz zum Menschen scheint das Auge vieler fluoreszierender Fische eingebaute Gelbfilter zu haben. Die Filter schlucken das blaue Licht und lassen die leuchtenden Farben der Fluoreszenz herausstechen. Diese für uns verborgene Welt könnte für die Fische deutlich sichtbar sein. Korallenriffe zählen zu den artenreichsten und konkurrenzintensivsten Biotopen der Erde. Dort kämpfen alle um Lebensraum. Und durch die Fähigkeit zur Fluoreszenz erschaffen sie sich eine reichhaltigere Welt. Und wir beginnen nun, diese Welt zu sehen, die sie bereits seit Jahrmillionen sehen. Für den Neurowissenschaftler Vincent Peerybone ist die Entdeckung neuer fluoreszierender Tiere besonders spannend. Impressive. Wow, it's brilliant. Brilliant. Er ist vor allem an den Proteinen interessiert, die die Fische fluoreszieren lassen. Er hofft, durch sie lebende Nervenzellen zum Leuchten zu bringen und so irgendwann das menschliche Gehirn kartieren zu können. Das Innere des Gehirns ist eine Blackbox. Nichts kommt auch nur annähernd der Fähigkeit des menschlichen Gehirns gleich. Und doch haben wir nicht mal ein hauchdünnes Verständnis davon, wie es arbeitet. Deswegen suchen wir im Ozean nach Proteinen, die wir in Nervenzellen einschleusen können und mit denen wir die Nervenzellen dann aufleuchten lassen können, um herauszufinden, wie das Gehirn tut, was es tut. Wissenschaftler verwenden fluoreszierende Proteine, um Abläufe innerhalb von Zellen leuchten zu lassen. Die ersten Forschungsarbeiten begannen mit einem grünfluoreszierenden Protein oder GFP, das ursprünglich von dieser Quallenart isoliert worden war. Grünfluoreszierendes Protein kann man an jedes beliebige Protein anfügen. Und dann beobachtet man in Echtzeit, wie sich dieses Protein in einer lebenden Zelle bewegt. Dafür nehmen die Wissenschaftler das Gen, das das Rezept zur Herstellung des grünfluoreszierenden Proteins enthält, und fügen es in Zellen ein. Sobald die genetischen Instruktionen eingefügt sind, produzieren die Zellen das Protein. Wenn die Wissenschaftler den Organismus mit Blaulicht bestrahlen, fluoreszieren die anvisierten Zellen grün. Das hat die Möglichkeit revolutioniert, auf Proteinebene Vorgänge in lebenden Zellen sehen zu können. GFP war eine Entdeckung, für die es den Nobelpreis gab. Sie macht unsichtbare Prozesse sichtbar.
von der Ausbreitung von Krebszellen. Hier sehen wir durch Blutgefäße schwimmende maligne Zellen. Bis hin zu der Art, wie Viren sich vermehren und Infektionen auslösen. Hier das AIDS-Virus HIV, wie es sich von einer Zelle zur anderen ausbreitet. Wenn Wissenschaftler GFP an virusresistente Gene koppeln und sie in Tier-DNA einschleusen, zum Beispiel in Mäuse und Katzen, können sie sogar die Wirksamkeit potenzieller Heilmittel gegen AIDS beurteilen. Und bringen im Zuge dessen das ganze Tier zum Leuchten. GFP war eine wunderbare Entdeckung. Es ermöglicht Zellen in Grün zu sehen. Es macht sichtbar, was eigentlich unsichtbar ist. Inzwischen haben die Forscher GFP so modifiziert, dass es in unterschiedlichen Farben fluoresziert. Dadurch können sie verschiedene Zellen gleichzeitig und verschiedenfarbig markieren. Darüber hinaus durchkämmen sie die Tiefsee nach neuen fluoreszierenden Proteinen. Und sie haben Farben des gesamten Lichtspektrums gefunden. Aber das Gewebe des menschlichen Gehirns ist besonders. Es ist sehr dicht. Und keine der bisher entdeckten Farben kann es einfach durchdringen. Neurowissenschaftler wie Vincent Peerybone suchen deshalb nach Farben mit längeren Wellenlängen, wie Dunkelrot und Infrarot, die dazu in der Lage sind. Rottöne dringen tiefer, aber Infrarot durchdringt das Gewebe ganz. Für Neurowissenschaftler war der Heilige Gral also schon immer so dunkelrot wie möglich. Diese Lebewesen aus dem Ozean sind entscheidend, denn bislang hat man sie nur dort gefunden. Wir suchen hier jetzt nach welchen mit unterschiedlichen Farben und Intensitäten. Um die leuchtenden Wesen zu finden, die Vincent Peerybone benötigt, taucht das Team bei Nacht, wenn kein natürliches Licht einfällt. Wir machen uns bereit für einen Sondierungstauchgang. Wir suchen hier unten am Riff nach Biofluoreszenz. Und dazu werden wir diese Kamera benutzen. Um Fluoreszenz zu stimulieren, benutzen sie blaues Scheinwerferlicht, das dem tagsüber unter Wasser herrschenden blauen Umgebungslicht entspricht. Und sie blicken durch gelbe Filter, so wie es die Fische tun, um das von ihnen abgestrahlte Blaulicht auszublenden. So können wir sicher sein, dass die verschiedenen Tiere, die wir hier sehen, wirklich biofluoreszent sind. Die Wissenschaftler müssen ca. 30 Meter tief tauchen, bis zu der Zone, die tagsüber von blauem Licht durchdrungen ist. Hier ist die Wahrscheinlichkeit, fluoreszierende Tiere zu finden, am größten. Das Riff wirkt spektakulär, selbst unter Blaulicht. Aber als das Team es durch die Filter betrachtet, erscheint eine andere Welt. Eine Traumlandschaft in Technicolor. Vincent Peerybone und David Gruber suchen das Riff nach neuen Fluoreszenzquellen ab. Wir schwimmen in dem Riff umher. Alles sieht schwarz aus, bis auf die Tiere, die Licht abstrahlen. Da sind Korallen und Seelilien und Anemonen und Fische und sie alle leuchten. Wenn ich eine winzige Probe eines einzelnen Tieres nehme,
kann ich anhand der Probe sein ganzes Genom sequenzieren. Ihr Interesse gilt vor allem rotleuchtenden Tieren. Und daran herrscht hier kein Mangel. Aber nicht alle roten Tiere sind für sie von Nutzen. Manche benötigen mehrere Proteine, um die Farbe produzieren zu können, was als Methode für die Erforschung des Gehirns zu kompliziert wäre. Um sicherzugehen, sammeln sie so viele interessante Proben wie möglich. Hast ein paar Freunde getroffen, was? Ja, waren echt viele Haie unterwegs. Das hier leuchtet wie ein Weihnachtsbaum. Es ist unglaublich. Im Labor auf dem Schiff begutachten die Wissenschaftler gespannt ihren Fang. Sie betrachten ihn in blauem Speziallicht und durch gelbe Filter. Ist das eine Weichkoralle? Dann mal los. Alles, was vielversprechend erscheint, sehen Sie sich unter dem Mikroskop an. Ist ja irre. Meinst du, das ist eine Koralle? Nein, aber ich wünschte, das Schiff würde nicht so stark schaukeln. Funk doch mal nach oben. Wie sollen das stoppen? Nicht alles, was sie gesammelt haben, stellt sich als fluoreszent heraus. Sie isolieren mehrere interessante grüne Exemplare, fotografieren sie und frieren sie anschließend ein. Und dann, endlich. Rot. Dieses rotfluoreszierende Protein haben wir gesucht. Wir beleuchten es mit Blaulicht, aber zurückstrahlt rotes Licht. Das ist der Trick bei Fluoreszenz. Ob sie die rotfluoreszierenden Proteine isolieren können, werden die Wissenschaftler erst wissen, wenn sie wieder in ihren Laboren an Land sind. Und selbst wenn, ist es immer noch fraglich, ob sie daraus nützliche Werkzeuge zur Erforschung des Gehirns machen können. Im Moment kommt es dem Erfolg, den sie sich erhofft haben, schon sehr nah. Die Wissenschaft muss voranschreiten. Zurück im New Yorker Naturkundemuseum entnehmen John Sparks und David Gruber ihre Proben den Tiefkühlbehältern und beginnen mit der langwierigen Arbeit, hunderte fluoreszierender Exemplare sorgfältig zu untersuchen. Seit der Entdeckung eines Aals vor erst wenigen Jahren haben die Forscher mittlerweile Fluoreszenz bei über 200 Fischarten gefunden. Biofluoreszenz und Biolumineszenz finden sich überall im Baum des Lebens. Die Verteilung ist unwillkürlich. Es existiert kein klares Muster. Jetzt geht es darum, die Proteine der verschiedenen Tiere zu extrahieren. Dazu wird zunächst ein kleines Stück Gewebe entnommen. Wir wollen nur das Gewebe isolieren, das fluoreszent ist, und sonst nichts. Nun isolieren Sie die Gene, die die gesuchten fluoreszenten Proteine produzieren. Und dann schicken Sie die vielversprechenden Proben an Vincent Peerybone. In Yale versuchen Vincent Peerybone und seine Kollegen, daraus Werkzeuge herzustellen, mit deren Hilfe sie die Aktivität von Gehirnzellen sichtbar machen können.
Dazu fusionieren sie die fluoreszierenden Proteine gentechnisch mit solchen, die sensibel auf elektrische Signale reagieren. Kürzlich haben sie das mit grünfluoreszierendem Protein und Gehirnzellen der Fruchtfliege versucht, deren Gewebe nicht so dicht ist wie das unserer Gehirne. Wir benötigen ein Protein, das sehr schnell von dunkel zu hell wechseln kann, entsprechend dem schnellen Wechsel der elektrischen Signale in einer Zelle. Dann schleusen sie das leuchtende, spannungssensitive Protein in die Fruchtfliegen ein. Unter einem speziellen Mikroskop können sie nun die Fliegen denken sehen. Jedes Mal, wenn ein Neuron feuert, ändert sich die elektrische Spannung und damit auch die Leuchtintensität. Es ist wirklich aufregend, da zu sitzen und das Gehirn eines Organismus zu beobachten, in Echtzeit zu sehen, wie das Tier denkt. Konventionelle Abbildungsmethoden zeigen die Aktivität im gesamten Gehirn. Doch dieses Aufleuchten von Licht und Farbe ist eine der ersten Direktaufnahmen von elektrischer Aktivität einzelner Neuronen in einem lebenden, denkenden Gehirn. Die neuronale Grundlage jeglichen Verhaltens. Hier wird eine Fruchtfliege mit einem neuen Geruch konfrontiert. Hier schläft sie ein. Hier wacht sie auf. Bis jetzt haben die Wissenschaftler nur eine Handvoll Neuronen abbilden können. Das ist meilenweit entfernt von den etwa 86 Milliarden Nervenzellen des menschlichen Gehirns. Aber für Vincent Peerybone ist es ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Entschlüsselung der Prozesse, durch die unser Gehirn unser Handeln und Denken bestimmt. Letztlich bedeutet Nervenzellenaktivität Bewusstsein, Gedächtnis, Verhalten, Persönlichkeit. Alles, was wir tun, hat dort seinen Ursprung. Diese Abläufe gilt es zu verstehen. Unsere Forschung zielt darauf, jedes einzelne Neuron zu erfassen. Um jedoch etwas Komplizierteres als ein Fliegengehirn zu kartieren, fehlt Vincent Peerybone eine entscheidende Komponente: rotfluoreszierende Proteine. Fliegengehirne sind winzig und relativ transparent. Grünfluoreszierende Proteine können sie leicht durchdringen. Aber für größere, komplexere Gehirne benötigen die Wissenschaftler immer noch Infrarot. Dunkelrotes Licht kann Gewebe besser durchdringen. Rot ist also wirklich das, was jeder haben will. Es wird Jahre dauern, die hunderte Proben, die die Wissenschaftler vor den Salomon-Inseln gesammelt haben, durchzugehen. Sie arbeiten immer noch daran, die hellrote Koralle aufzubereiten, die sie auf dem Schiff so fasziniert hat. Und einer der mitgebrachten Fische, eine Spezies der Eidechsenfische, scheint relativ stark dunkelrot zu fluoreszieren. Das Team hat nun festgestellt, dass ein einzelnes Protein für die rote Fluoreszenz verantwortlich ist. Und Vincent Peerybone hofft, es gentechnisch bald so modifiziert zu haben, um damit Neuronen aufleuchten zu lassen. Dank der Werkzeuge, die wir und andere Labore entwickeln, können wir Dinge beobachten, die wir schon seit den Anfängen der Neurowissenschaft vor 100 Jahren beobachten wollten. Zum ersten Mal sehen wir den Prozess in Echtzeit. Und der Nutzeffekt leuchtender Lebewesen ist nicht auf das Gehirn beschränkt. Überall auf der Welt gibt es unterschiedlichste Anwendungen. In Florida setzt Edie Widder biolumineszente Bakterien ein, um Licht auf die Umweltverschmutzung zu werfen. Denn Toxine in verschmutztem Wasser beeinträchtigen die Fähigkeit dieser Bakterien, Licht zu produzieren. Je toxischer, desto schwächer das Licht. Das ist ein relativ guter Gradmesser. Indem man in gefährdeten Mündungsgebieten Sedimentproben nimmt, sie mit den biolumineszenten Bakterien vermischt und das abgestrahlte Licht misst, bietet diese Technik einen schnellen und kosteneffektiven Weg, Verschmutzung zu erkennen. Andernorts haben Wissenschaftler Leuchtkäfergene modifiziert, in der Hoffnung, biolumineszente Bäume zu erschaffen,
die eines Tages Städte beleuchten könnten. Ein Labor hat mit Meeresbakterien eine Lampe gebaut, die keinen Strom benötigt. Und in diesem Fall, es mag zwar nicht gegen Krebs helfen oder dabei ein Gehirn zu kartieren, hat eine Firma Biofluoreszenz für eine breitere Masse verfügbar gemacht. In Form von grün fluoreszierender Eiscreme. Für nur rund 200 Euro pro Kugel. Was Vincent Peerybone, David Gruber und John Sparks anbelangt, planen sie bereits ihre nächste Reise in den Südpazifik und zu anderen entlegenen Regionen unseres Planeten, um dort weitere leuchtende Lebewesen zu suchen, sowohl biolumineszente als auch biofluoreszente. Wir Menschen können das nicht selbst erschaffen. Wir müssen diese Moleküle bei Korallen, bei Fischen finden, um damit dann beleuchten zu können, wie unser Innerstes funktioniert. Für mich ist das einfach unglaublich toll. Wir beginnen gerade erst, diese geheimnisvolle, verborgene Welt in einem anderen Licht zu sehen. Wer weiß, welche leuchtenden Wunder uns noch erwarten. Aber dank dieser faszinierenden Geschöpfe des Lichts könnte die Zukunft zumindest einer Spezies, unserer Spezies, die Erleuchtung bringen. Leuchtraketen oder Explosionen von Funken oder als würde blauer Rauch ausgespielt. Und diese langen Ketten, die aussehen wie japanische Lampions, erstrecken sich so weit das Auge reicht. Es ist magisch. Manche blitzen auf. Andere funkeln. Und wieder andere leuchten einfach. Doch die meisten von ihnen beginnen wir jetzt überhaupt erst zu entdecken. Wir finden sie überall da unten. Verborgen im tiefsten, dunkelsten und entlegensten Lebensraum unseres Planeten sind manche dieser leuchtenden Wesen scheue Künstler. Doch je genauer wir sie erforschen, desto deutlicher wird, dass ihre Fähigkeit, Licht zu produzieren, weit verbreitet ist. Wäre sie für die Organismen nicht wichtig, wäre sie nicht so verbreitet. Nun rücken Wissenschaftler diese rätselhaften Geschöpfe und ihre fantastischen Fähigkeiten ins Rampenlicht. Vielleicht wird es sogar gelingen, ihr Licht und damit Jahrmillionen der Evolution zum Wohle unserer eigenen Spezies nutzbar zu machen. Wir müssen uns in den Ozean begeben, um diese leuchtenden Tiere zu finden und mit ihrer Hilfe unsere eigene Spezies besser zu verstehen. Für mich ist das eine wunderschöne Verbindung. Licht gehört zu den essentiellen Elementen des Lebens. Wir tanken seine Energie. Wir stellen unsere Uhren danach. Wir brauchen es, um zu sehen. Licht ist für uns Menschen so wertvoll, dass wir es sogar die Nächte hindurch leuchten lassen. Aber stellen wir uns eine Welt ohne Licht vor. Während wir mit der Dunkelheit hadern, haben zigtausend andere Spezies im Zuge der Evolution ihre eigene Art der Erhellung gefunden. Ohne ein Gramm fossilen Brennstoffs zu verbrennen.
Es handelt sich um Biolumineszenz. Lebendes Licht. In den Farben der Fluoreszenz herausstechen. Diese für uns verborgene Welt könnte für die Fische deutlich sichtbar sein. Korallenriffe zählen zu den artenreichsten und konkurrenzintensivsten Biotopen der Erde. Dort kämpfen alle um Lebensraum. Und durch die Fähigkeit zur Fluoreszenz erschaffen sie sich eine reichhaltigere Welt. Und wir beginnen nun, diese Welt zu sehen, die sie bereits seit Jahrmillionen sehen. Für den Neurowissenschaftler Vincent Peerybone ist die Entdeckung neuer fluoreszierender Tiere besonders spannend. Impressive. Wow, it's brilliant. Brilliant. Er ist vor allem an den Proteinen interessiert, die die Fische fluoreszieren lassen. Er hofft, durch sie lebende Nervenzellen zum Leuchten zu bringen und so irgendwann das menschliche Gehirn kartieren zu können. Das Innere des Gehirns ist eine Blackbox. Nichts kommt auch nur annähernd der Fähigkeit des menschlichen Gehirns gleich. Und doch haben wir nicht mal ein hauchdünnes Verständnis davon, wie es arbeitet. Deswegen suchen wir im Ozean nach Proteinen, die wir in Nervenzellen einschleusen können und mit denen wir die Nervenzellen dann aufleuchten lassen können, um herauszufinden, wie das Gehirn tut, was es tut. Wissenschaftler verwenden fluoreszierende Proteine, um Abläufe innerhalb von Zellen leuchten zu lassen. Die ersten Forschungsarbeiten begannen mit einem grünfluoreszierenden Protein oder GFP, das ursprünglich von dieser Quallenart isoliert worden war. Grünfluoreszierendes Protein kann man an jedes beliebige Protein anfügen. Und dann beobachtet man in Echtzeit, wie sich dieses Protein in einer lebenden Zelle bewegt. Dafür nehmen die Wissenschaftler das Gen, das das Rezept zur Herstellung des grünfluoreszierenden Proteins enthält, und fügen es in Zellen ein. Sobald die genetischen Instruktionen eingefügt sind, produzieren die Zellen das Protein. Wenn die Wissenschaftler den Organismus mit Blaulicht bestrahlen, fluoreszieren die anvisierten Zellen grün. Das hat die Möglichkeit revolutioniert, auf Proteinebene Vorgänge in lebenden Zellen sehen zu können. GFP war eine Entdeckung, für die es den Nobelpreis gab. Sie macht unsichtbare Prozesse sichtbar. Von der Ausbreitung von Krebszellen, hier sehen wir durch Blutgefäße schwimmende maligne Zellen, bis hin zu der Art, wie Viren sich vermehren und Infektionen auslösen. Hier das AIDS-Virus HIV, wie es sich von einer Zelle zu aufgefallen. Aber man weiß nicht, dass ein Fisch fluoresziert, bis man anfängt, bewusst danach zu suchen. Und dann entdeckt man es überall. Um herauszufinden, wie weit verbreitet Biofluoreszenz ist, mussten die Wissenschaftler sie über die Aquarien hinaus in freier Natur erforschen. Das hier sind Grundeln oder Schleimfische. Fast alle zu diesen Familien gehörenden Fische sind stark fluoreszent. Sie ähneln sich, es sind aber unterschiedliche Spezies. Und unter fluoreszierendem Licht sehen sie total verschieden aus. In der monotonen blauen Unterwasserwelt fungieren die fluoreszierenden Punkte und Streifen vielleicht als eine Art geheimer Barcode, der potenziellen Paarungspartnern die Identität des Fisches übermittelt. Diese Theorie scheint bestätigt, als die Wissenschaftler die Augen der Fische untersuchen. Im Gegensatz zum Menschen scheint das Auge vieler fluoreszierender Fische eingebaute Gelbfilter zu haben. Die Filter schlucken das blaue Licht und lassen die leuchtenden Farben der Fluoreszenz herausstechen. Diese für uns verborgene Welt könnte für die Fische deutlich sichtbar sein.
Korallenriffe zählen zu den artenreichsten und konkurrenzintensivsten Biotopen der Erde. Dort kämpfen alle um Lebensraum. Und durch die Fähigkeit zur Fluoreszenz erschaffen sie sich eine reichhaltigere Welt. Und wir beginnen nun, diese Welt zu sehen, die sie bereits seit Jahrmillionen sehen. Für den Neurowissenschaftler Vincent Peerybone ist die Entdeckung neuer fluoreszierender Tiere besonders spannend. Impressive. Wow, it's brilliant. Brilliant. Er ist vor allem an den Proteinen interessiert, die die Fische fluoreszieren lassen. Er hofft, durch sie lebende Nervenzellen zum Leuchten zu bringen und so irgendwann das menschliche Gehirn kartieren zu können. Das Innere des Gehirns ist eine Blackbox. Nichts kommt auch nur annähernd der Fähigkeit des menschlichen Gehirns gleich. Und doch haben wir nicht mal ein hauchdünnes Verständnis davon, wie es arbeitet. Deswegen suchen wir im Ozean nach Proteinen, die wir in Nervenzellen einschleusen können und mit denen wir die Nerven... Die eigentlichen Stoffe differieren von Lebewesen zu Lebewesen, aber der grundlegende Mechanismus, sprich Treibstoff und Zündfunke, ist derselbe. Bei Feuerkäfern und Würmern, Quallen und Fischen, bis hin zu Schnecken und sogar Pilzen. Die chemische Reaktion ist so weit verbreitet, dass sie sich unabhängig voneinander an verschiedenen Zweigen des Evolutionsbaums entwickelt hat. Und das über 40 Mal. Man findet sie bei einzelligen Bakterien, bei Seesternen, Quallen, bis hin zu Wirbeltieren, Fischen. Sie hat sich im Laufe der Evolution so oft und so weit verzweigt entwickelt, und zwar deshalb, weil sie für die Organismen wichtig war. Wenn es um das Überleben einer Spezies geht, gibt es nichts, was Licht übertreffen könnte. Aber lebendes Licht kommt in verschiedenen Varianten vor. Und auf ihrem Schiff vor den Salomon-Inseln bereiten sich die Wissenschaftler des New Yorker Naturkundemuseums darauf vor, einen völlig anderen Typus zu studieren. Im Gegensatz zur Biolumineszenz der Tiefsee erzeugt diese zweite, in flacheren Gewässern gefundene Art Licht nicht selbst. Sie absorbiert Licht einer externen Lichtquelle, nimmt die Energie auf und strahlt sie in einer anderen Farbe wieder ab. In diesem Fall handelt es sich um Biofluoreszenz. Und jeder, der schon mal unter Schwarzlicht getanzt hat oder schon mal gesehen hat, wie in einer Krimiserie Fingerabdrücke sichtbar werden, kennt dieses Konzept. Fluoreszierende Stoffe absorbieren Licht auf einzigartige Weise. Auf atomarer Ebene schleudert Licht die um den Atomkern kreisenden Elektronen auf Umlaufbahnen mit höherem Energieniveau. Wenn sie in weniger als eine Milliardstel Sekunde später auf ihren Grundzustand zurückfallen, geben die Elektronen das vorher absorbierte Licht auf energieärmerem Niveau wieder ab, in Form von andersfarbigem Fluoreszenzlicht. Fluoreszierende Tiere funktionieren auf dieselbe Weise. Nur dass ihre fluoreszierenden Stoffe, typischerweise Proteine, in ihrer Haut und anderem Gewebe eingebaut sind. Bei der Biofluoreszenz produzieren die Tiere eigentlich gar kein Licht. Man beleuchtet sie und sie strahlen Licht in einer anderen Farbe wieder ab. Dieses Phänomen ist ziemlich selten. Das liegt daran, und dann wäre da noch das wahrscheinlich bekannteste Phänomen. Die Lichtblitze der Leuchtkäfer gehören zu den ausgefeiltesten Paarungsstrategien. Die ultimative Flirtsprache. Durch Auslösen einer chemischen Reaktion in ihrem Hinterleib können Leuchtkäfermännchen Lichtsignale gezielt an- und abstellen. Und wenn sie es richtig machen, locken sie damit auch Leuchtkäferweibchen an.
Mark Branham, Biologe an der University of Florida, hat sich die letzten 15 Jahre damit beschäftigt, diese ausgeklügelte Liebessprache zu dechiffrieren. It's like breaking the code. Ein Geheimcode, der aus zwei Teilen besteht. Wenn man diese Leuchtmuster sehr sorgfältig misst, dann weist ein Teil davon stets dieselben Charakteristika auf. Und wir denken, dass diese Signalteile diejenigen sind, die sagen, ich gehöre zu dieser Spezies. Zu einer der 2000 unterschiedlichen Spezies, die, obwohl auch Glühwürmchen genannt, zur Familie der Käfer gehören. Daneben gibt es Teile der Signale, die bei den einzelnen Tieren stark variieren. Dieser zweite Teil der Lichtsignale ist personalisiert. Der Rhythmus differiert auch innerhalb einer Spezies, von Käfer zu Käfer. Das Männchen signalisiert den Weibchen, ich gehöre zu folgender Spezies. Aber hier kommen noch ein paar persönliche Informationen über mich. Es sind die Weibchen, die die eigentliche Wahl treffen. Sie sehen die Männchen umherfliegen und erkennen viele Variationen in diesen Leuchtmustern. Und manche sind reizvoller als andere. Und diesen Männchen antworten die Weibchen dann mit Blinkzeichen. Dank ihrer in Jahrmillionen entwickelten, enorm lichtstarken Augen sehen die Männchen die Antwort und fliegen zum Standort des Weibchens. Sie senden in einem kurzen Dialog Lichtsignale hin und her, bis das Männchen herausfindet, wo sie tatsächlich ist und direkt neben ihr landet. Und dann Hochzeit. Es ist das Äquivalent zu Federn spreizen oder zwitschern oder quaken. Die äußere Zellschicht der Korallen ist gespickt mit diesen fluoreszierenden Proteinen. Aber die große Frage ist, warum produzieren die Tiere diese Proteine? Jahrelang nahm man an, Fluoreszenz wäre hauptsächlich auf Korallen und einige Quallenarten beschränkt. Aber jüngste Erkenntnisse zeigen, dass sie viel weiter verbreitet sein könnte. Als David Gruber und John Sparks 2012 ein Mosaik fluoreszierender Korallen vor den Kaimaninseln fotografierten, machten sie eine bedeutsame Entdeckung. Es war so 10 Uhr nachts. Wir tauchten am Korallenriff etwa 25 Meter tief. Wir machten viele kleine Einzelfotos von dem Riff, dann fügten wir die Aufnahmen zusammen und nachts in unserem Labor sahen wir die Fotos durch. Und da war er. Da war dieser leuchtend grün fluoreszierende Aal auf einem unserer Fotos. Es war das erste Mal, dass sie einen fluoreszierenden Fisch in freier Natur gesehen hatten. Wir dachten, vielleicht hat unser Fotograf das Bild bearbeitet, um uns einen Streich zu spielen. Wir konnten es nicht glauben. Wir checkten unsere Linsen. Wir dachten, es wäre was mit der Kamera. Aber eigentlich war es ein sehr scheuer, grün fluoreszierender Aal. Der Aal eröffnete den Wissenschaftlern eine völlig neue Welt. Bewaffnet mit Blaulichtlampen und gelben Filtern, begann das Team in der näheren Umgebung nach Fluoreszenz zu suchen. In den Aquarien. Hey, this guy right here. Sie fanden sie überall, bis hinauf in die höheren Ebenen der Nahrungskette. Man, check that out. Bei Seepferdchen. Bei Rochen. Und sogar bei manchen Haien. Sie alle hatten bislang ihre wahren Farben vor aller Augen versteckt. Bislang war keinem etwas aufgefallen. Aber man weiß nicht, dass ein Fisch fluoresziert, bis man anfängt, bewusst danach zu suchen. Und dann entdeckt man es überall.
Um herauszufinden, wie weit verbreitet Biofluoreszenz ist, mussten die Wissenschaftler sie über die Aquarien hinaus, in begibt man sich hinab in die Tiefen der Ozeane, die den größten Lebensraum der Erde darstellen, ergibt sich ein ganz anderes Bild. Hier unten leuchten nicht weniger als 90% der Lebensformen. Wir verlassen jetzt das Riff und fahren ins offene Meer. Nadir an Oberfläche. Wir nähern uns jetzt einer Tiefe von 100 Metern. Ein Forscherteam des New Yorker Naturkundemuseums durchforstet die dunklen Gewässer des Südpazifiks auf der Suche nach noch unbekannten lumineszierenden Organismen. Sie sind ans andere Ende der Welt gereist, zu den kristallklaren und fernen Gewässern vor den Salomoninseln, um zu enträtseln, wie und wieso sich lichtproduzierende Tiere entwickelt haben. Und um eventuell ihr lebendes Licht für uns nutzbar zu machen. David Gruber ist Meeresbiologe. Ab ungefähr 200 Metern Tiefe beginnt im Ozean die Zwielichtzone. Circa 1% des Sonnenlichts dringt hier hinunter. Wenn wir tiefer gehen, sehen wir, dass fast jeder Fisch hier unten fähig ist, zu leuchten, zu blinken oder mit seinem selbst produzierten Licht zu kommunizieren. Das Problem ist, so weit verbreitet Biolumineszenz hier unten auch sein mag, so schwierig ist es, sie zu erforschen, selbst mit einem Tauchboot. Das Wasser ist zu dunkel, die Entfernungen sind zu groß und das Licht, das die Tiere abstrahlen, ist zu unberechenbar. Es ist schon für Meeresbiologen ein schwieriges Arbeitsumfeld. Aber ein Neurowissenschaftler wie Vincent Peerybone fühlt sich hier in der Tiefe ganz besonders fehl am Platz. Ich bin ein Wissenschaftler, der die meiste Zeit im Labor verbringt. Hier unten finde ich es ehrlich gesagt ziemlich unheimlich. Ich versuche, mich auf die Arbeit zu konzentrieren und nicht daran zu denken, dass sich Tonnen von Wasser über uns befinden. Aber im Namen der Wissenschaft müssen wir da durch. Ein Leuchtorgan. Ein Ziel dieser Reise ist es, eine bessere Restlichtkamera zu entwickeln. Tiefseebiolumineszenz wurde in freier Natur bisher nur sehr wenige Male gefilmt. Das meiste, was wir darüber wissen, stammt von dem, was wir bei Tieren in sorgfältig ausgeleuchteten Aquarien an Land ist Expertin für Biolumineszenz und gehört zu den ersten, die diese unter Wasser studiert haben. Ich wünschte, ich könnte beschreiben, wie es da unten ist, damit andere meine Begeisterung nachempfinden können. Wie Leuchtraketen oder Explosionen von Funken oder als würde blauer Rauch ausgespielt. Und diese langen Ketten der Siphonophoren, diese Quallenketten, die aussehen wie japanische Lampions, erstrecken sich so weit das Auge reicht. Es ist magisch. Edie Widder hat sich eigene Methoden einfallen lassen, um diese Unterwasserlichtshow auszulösen. Sie hat vorn an ihrem U-Boot einen großen Schirm montiert. Stoßen die Tiere dagegen, leuchten sie auf. Dabei werden sie von den Restlichtkameras gefilmt. Im Laufe der Jahre hat besonders eine Kamera, die sogenannte Splatcam, dazu beigetragen, das Licht einiger der bizarrsten Tiefseegeschöpfe einzufangen. Von Quallen bis zu Seegurken. Der offene Ozean ist der bei weitem größte Lebensraum auf unserem Planeten und das Milieu ist sehr ungewöhnlich.
Die Tiere können sich eigentlich nirgends verstecken, aber sie müssen sich ebenso verstecken wie Tiere an Land. Und da kommt die Biolumineszenz ins Spiel. In der dunklen Tiefsee scheint Licht lebenswichtig zu sein. Und im Laufe der Evolution entstanden unterschiedliche Methoden und unterschiedliche Gründe, es einzusetzen. Winzige Organismen namens Dinoflagellaten zum Beispiel leuchten unisono auf, wenn das Wasser um sie herum aufgewühlt wird, und nehmen dabei die Konturen dessen an, was auch immer durch sie hindurchschwimmt. Es ist ein unvergleichliches Erlebnis für die wenigen Glücklichen, die in ihrem sanften Leuchten baden dürfen. Aber Fressfeinde dieser Kleinstlebewesen, wie zum Beispiel Garnelen, erleben ihr Leuchten eher als eine Art Bewegungsmelder. Jedes Mal, wenn sie sich bewegen, leuchtet das Licht auf und verrät ihren Standort. Seltsame Entdeckung. Es war so 10 Uhr nachts. Wir tauchten am Korallenriff etwa 25 Meter tief. Wir machten viele kleine Einzelfotos von dem Riff, dann fügten wir die Aufnahmen zusammen und nachts in unserem Labor sahen wir die Fotos durch. Und da war er. Da war dieser leuchtend grün fluoreszierende Aal auf einem unserer Fotos. Es war das erste Mal, dass sie einen fluoreszierenden Fisch in freier Natur gesehen hatten. Wir dachten, vielleicht hat unser Fotograf das Bild bearbeitet, um uns einen Streich zu spielen. Wir konnten es nicht glauben. Wir checkten unsere Linsen, wir dachten, es wäre was mit der Kamera. Aber eigentlich war es ein sehr scheuer, grünfluoreszierender Aal. Der Aal eröffnete den Wissenschaftlern eine völlig neue Welt. Bewaffnet mit Blaulichtlampen und gelben Filtern, begann das Team in der näheren Umgebung nach Fluoreszenz zu suchen. In den Aquarien. Hey, this guy right here. Sie fanden sie überall. Bis hinauf in die höheren Ebenen der Nahrungskette. Man, check that out. Bei Seepferdchen. Bei Rochen. Und sogar bei manchen Haien. Ah, they were pretty good. Good, huh? Did you get it? I saw the shark glowing like crazy. Yeah, they're gonna. Sie alle hatten bislang ihre wahren Farben vor aller Augen versteckt. Whoa, there it is. That's the fluorescent one. Look at it. You can see it from here. Bislang war keinem etwas aufgefallen. Aber man weiß nicht, dass ein Fisch fluoresziert, bis man anfängt, bewusst danach zu suchen. Und dann entdeckt man es überall. Um herauszufinden, wie weit verbreitet Biofluoreszenz ist, mussten die Wissenschaftler sie über die Aquarien hinaus in freier Natur erforschen. Das hier sind Grundeln oder Schleimfische. Fast alle zu diesen Familien gehörenden Fische sind stark fluoreszent. Sie ähneln sich, es sind aber unterschiedliche Spezies. Und unter fluoreszierendem Licht sehen sie total verschieden aus. In der monotonen blauen Unterwasserwelt fungieren die fluoreszierenden Punkte und Streifen vielleicht als eine Art geheimer Barcode, der potenziellen Paarungspartnern die Identität des Fisches übermittelt. Schleudert Licht die um den Atomkern kreisenden Elektronen auf Umlaufbahnen mit höherem Energieniveau. Wenn sie in weniger als eine Milliardstel Sekunde später auf ihren Grundzustand zurückfallen, geben die Elektronen das vorher absorbierte Licht auf energieärmerem Niveau wieder ab, in Form von andersfarbigem Fluoreszenzlicht. Fluoreszierende Tiere funktionieren auf dieselbe Weise. Nur dass ihre fluoreszierenden Stoffe, typischerweise Proteine, in ihrer Haut und anderem Gewebe eingebaut sind. Bei der Biofluoreszenz produzieren die Tiere eigentlich gar kein Licht.
Man beleuchtet sie und sie strahlen Licht in einer anderen Farbe wieder ab. Dieses Phänomen ist ziemlich selten. Das liegt daran, dass Biofluoreszenz im Gegensatz zu Biolumineszenz bestimmte Bedingungen erfordert, um in der Natur vorzukommen. In diesem Fall ist Sonnenlicht nötig, um Licht zu erzeugen. Aber nicht die Art von Sonnenlicht, wie wir es an der Erdoberfläche kennen. Wenn Sonnenlicht auf die Erde trifft, enthält es alle Farben des Regenbogens, wie durch ein Prisma fallendes Licht zeigt. Jede Farbe entspricht einer anderen Wellenlänge des Lichts. Aber sobald Sonnenlicht auf Wasser trifft, wird es interessant. Wasser verhält sich wie ein Filter und die verschiedenen Wellenlängen können es nur bis zu einer bestimmten Tiefe durchdringen. Langwelliges Licht wie Rot und Orange dringt am wenigsten tief vor. Dann verschwindet Gelb und Grün. Zuletzt bleibt ein Meer von Blau. Und dieses reine blaue Licht eignet sich perfekt als Auslöser für Fluoreszenz. Sie absorbieren das in den Ozean vordringende blaue Licht und wandeln es um in Grünes und Rotes. Das gibt ihnen diese Farben, diesen Kontrast. Je nach ihrer chemischen Zusammensetzung emittieren fluoreszierende Proteine unterschiedliche Farben, die alle nur schwer zu sehen sind. Ohne spezielle Filter kann sichtbares Licht sie verblassen lassen. Das könnte erklären, wieso dieses Phänomen so lange unbemerkt blieb. Wie Tiere Fluoreszenz benutzen, ist immer noch ein Rätsel. Korallen, bei denen Fluoreszenz am häufigsten vorkommt, benutzen sie möglicherweise als eine Art Schutzschild, das schädliches UV-Licht ablenkt oder schädliche Nebenprodukte der Photosynthese absorbiert. Sie hat sich im Laufe der Evolution so oft und so weit verzweigt entwickelt, und zwar deshalb, weil sie für die Organismen wichtig war. Wenn es um das Überleben einer Spezies geht, gibt es nichts, was Licht übertreffen könnte. Aber lebendes Licht kommt in verschiedenen Varianten vor. Und auf ihrem Schiff vor den Salomon-Inseln bereiten sich die Wissenschaftler des New Yorker Naturkundemuseums darauf vor, einen völlig anderen Typus zu studieren. Im Gegensatz zur Biolumineszenz der Tiefsee erzeugt diese zweite, in flacheren Gewässern gefundene Art Licht nicht selbst. Sie absorbiert Licht einer externen Lichtquelle, nimmt die Energie auf und strahlt sie in einer anderen Farbe wieder ab. In diesem Fall handelt es sich um Biofluoreszenz. Und jeder, der schon mal unter Schwarzlicht getanzt hat oder schon mal gesehen hat, wie in einer Krimiserie Fingerabdrücke sichtbar werden, kennt dieses Konzept. Fluoreszierende Stoffe absorbieren Licht auf einzigartige Weise. Auf atomarer Ebene schleudert Licht die um den Atomkern kreisenden Elektronen auf Umlaufbahnen mit höherem Energieniveau. Wenn sie in weniger als eine Milliardstel Sekunde später auf ihren Grundzustand zurückfallen, geben die Elektronen das vorher absorbierte Licht auf energieärmerem Niveau wieder ab, in Form von andersfarbigem Fluoreszenzlicht. Fluoreszierende Tiere funktionieren auf dieselbe Weise. Nur dass ihre fluoreszierenden Stoffe, typischerweise Proteine, in ihrer Haut und anderem Gewebe eingebaut sind. Bei der Biofluoreszenz produzieren die Tiere eigentlich gar kein Licht. Man beleuchtet sie und sie strahlen Licht in einer anderen Farbe wieder ab. Dieses Phänomen ist ziemlich selten. Das liegt daran, dass Biofluoreszenz im Gegensatz zu Biolumineszenz bestimmte Bedingungen erfordert, um in der Natur vorzukommen. In diesem Fall ist Sonnenlicht nötig, um Licht zu erzeugen. Aber nicht die Art von Sonnenlicht, wie wir es an der Erdoberfläche kennen.
Wenn Sonnenlicht auf die Erde trifft, enthält es alle Farben des Regenbogens, wie durch ein Prisma fallendes Licht zeigt. Jede Farbe entspricht einer anderen Wellenlänge des Lichts. Aber sobald Sonnenlicht auf Wasser trifft, wird es interessant. Diese Tausendfüßer sind vollgespickt mit giftigem Cyanid. Ihr warnendes Glühen rät potenziellen Räubern dringend, sie lieber in Ruhe zu lassen. Und dann wäre da noch das wahrscheinlich bekannteste Phänomen. Die Lichtblitze der Leuchtkäfer gehören zu den ausgefeiltesten Paarungsstrategien. Die ultimative Flirtsprache. Durch Auslösen einer chemischen Reaktion in ihrem Hinterleib können Leuchtkäfermännchen Lichtsignale gezielt an- und abstellen. Und wenn sie es richtig machen, locken sie damit auch Leuchtkäferweibchen an. Mark Branham, Biologe an der University of Florida, hat sich die letzten 15 Jahre damit beschäftigt, diese ausgeklügelte Liebessprache zu dechiffrieren. It's like breaking the code. Ein Geheimcode, der aus zwei Teilen besteht. Wenn man diese Leuchtmuster sehr sorgfältig misst, dann weist ein Teil davon stets dieselben Charakteristika auf. Und wir denken, dass diese Signalteile diejenigen sind, die sagen, ich gehöre zu dieser Spezies. Zu einer der 2000 unterschiedlichen Spezies, die, obwohl auch Glühwürmchen genannt, zur Familie der Käfer gehören. Daneben gibt es Teile der Signale, die bei den einzelnen Tieren stark variieren. Dieser zweite Teil der Lichtsignale ist personalisiert. Der Rhythmus differiert auch innerhalb einer Spezies, von Käfer zu Käfer. Das Männchen signalisiert den Weibchen, ich gehöre zu folgender Spezies. Aber hier kommen noch ein paar persönliche Informationen über mich. Es sind die Weibchen, die die eigentliche Wahl treffen. Sie sehen die Männchen umherfliegen und erkennen viele Variationen in diesen Leuchtmustern. Und manche sind reizvoller als andere. Und diesen Männchen antworten die Weibchen dann mit Blinkzeichen. Dank ihrer in Jahrmillionen entwickelten enorm lichtstarken Augen sehen die Männchen die Antwort und fliegen zum Standort des Weibchens.